Was macht Vertrieb? Wie viel muss man an ihn abgeben und braucht man einen? Das erfährst du in diesem Video. Ursprünglich waren Vertriebe dazu da, die Produkte von Labels bzw. Künstlern, also zum Beispiel CDs oder Schallplatten, in die Läden zu bekommen. Das heißt, Vertreter von dem Vertrieb sind zu den Einkäufern der großen Handelsketten und kleinen Plattenläden gegangen, haben ihnen das Produkt vorgestellt und versucht, ihnen so viel wie möglich davon zu verkaufen. Außerdem hat sich der Vertrieb darum gekümmert, dass die Produkte bestmöglich platziert und präsentiert werden und auch Promotion-Events in den Läden organisiert. Der Vertrieb war also das Bindeglied zwischen Tonträgerhersteller und dem Handel. Mit der Digitalisierung und dem Internet ist dann natürlich auch nochmal ein ganz anderer Bereich dazugekommen. Der Vertrieb ist heutzutage natürlich auch dafür da, deine Musik in die verschiedenen Online-Stores zu bekommen, wie zum Beispiel Spotify, iTunes bzw. Apple Music, Amazon, Google Play etc. Außerdem versucht er natürlich auch mit den Online-Stores gute Promo-Aktionen für dich auszuarbeiten, dass deine Musik bestmöglich präsentiert und auch verkauft wird. Für diese Arbeit bekommt der klassische Vertrieb normalerweise zwischen 15 und 25% von deinen Verkäufen. Gerade in der heutigen Zeit stellt sich aber die Frage, ob man so einen klassischen Vertrieb überhaupt noch braucht. Wenn du physische Produkte wie CDs oder Schallplatten im Einzelhandel platzieren willst, dann definitiv ja. Denn da ist es sehr schwierig, ohne einen geeigneten Vertrieb ranzukommen. Wenn du diese physischen Produkte nur bei Konzerten oder in deinem eigenen Online-Store verkaufst, dann brauchst du eher keinen Vertrieb. Für den ganzen digitalen Bereich gibt es sogenannte Content-Aggregatoren. Die stellen gegen eine kleine Gebühr deine Musik in die ganzen Online-Stores. Darauf gehe ich aber in einem späteren Video noch genauer ein. Ein Vertrieb lohnt sich meiner Meinung nach erst ab einer bestimmten Reichweite und einem bestimmten Absatz deiner Produkte. Wenn du es logistisch einfach nicht mehr hinbekommst, die Nachfrage nach deinen Produkten zu bedienen, dann stellt aber ein Vertrieb den idealen Partner für dich dar. Am Anfang wirst du aber vermutlich keinen Vertrieb brauchen. Wenn du deine physischen Produkte bei Konzerten oder in deinem Online-Shop verkaufst und deine Musik mithilfe der Content-Aggregatoren in die verschiedenen Online-Stores bekommst, dann bist du definitiv für den Anfang mehr als gewappnet. Dadurch kommt bei dir natürlich am Ende auch wesentlich mehr Geld an, da der Anteil, den sich ein Vertrieb nimmt, einfach wegfällt. Wenn du weitere Fragen zu diesem Thema hast, dann stell sie doch gerne in den Kommentaren oder schick mir eine E-Mail und ich versuche sie so gut es geht zu beantworten. Vielen Dank für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Ciao.